Guten Morgen. Gott sei Dank hast du es dir nicht anders überlegt. Wenn ich mich erstmal entschieden habe, dann bleibe ich auch dabei. Gott sei Dank. Ich könnte das Knutschen auf später verschieben. Ich will den Wagen so schnell wie möglich zurücknehmen. Ja. Sag mal, wollte Lisa nicht auch mithelfen? Die ist noch im Bad. Sie macht sich hübsch. Wo ist denn Papa? Ich muss in 7 Minuten auf dem Bahnhof sein. Und nach Auto, du wolltest auch mit anpacken. Ja, du wusstest ja auch noch nicht, dass Henry heute kommt. Ach, Scheiße. Entschuldigt, oh Mann, ist da nichts passiert. Weißt du was, ich gehe einfach allein. Du lass. Hallo, Lisa, na? Sag hallo zu Marlene, sie wohnt jetzt hier. Ich weiß. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, Marlene. Danke. Ich kann dir leider nicht helfen, ich muss zum Bahnhof. Eigentlich wollte Papa ja mitkommen. Ich habe schon gehört, euer Austauschschüler kommt heute. Prima Timing. Aber natürlich geht er mit. Du musst doch den jungen Mann gebührend empfangen. Super. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Noch jemand im Haus, der mir sagt, was zu tun ist. Siehst du, wir haben ihn verpasst. Vielleicht war er gar nicht auf dem Zug. Mist. Und ich habe mich so auf ihn gefreut. Lisa? Henry? Du bist Henry? Henry Kiel aus Sheffield, Großbritannien. Hello. Ich meine hallo. Hi. Und Sie sind Lisas Vater, Dr. Kleist? Ja, genau. Hallo. Herzlich willkommen in Eisenach. Und du kannst super gut Deutsch. Ja, meine Oma lebt in Freiburg und deswegen. Ein bisschen deutsches Blut habe ich auch, wie man sieht. Toll, dass du da bist. Am besten, wir gehen von hier aus gleich in die Schule. Den Rest der Familie kannst du auch noch später kennenlernen. Wieso? Ich denke, wir gehen erstmal zu uns. In das Chaos, Papa. Ich find's besser, wenn Henry erstmal ein bisschen was von Eisenach sieht. Aber du kannst ja schon mal seine Koffer nach Hause bringen. Hm? Komm, Henry. Na, schon eingelebt? Ich sollte mir ein Zelt im Garten aufstellen. Naja, so viel Platz wie bei dir zu Hause habe ich natürlich nicht. Aber dafür bekommst du die ganze Rasselbande und mich. Oh, sind die schön. Ist doch ein prima Tausch, oder? Ja, ein sehr guter. Hm. Papa, ich bräuchte mal Geld fürs Schwimmbad. Schon wieder? Ich will doch nicht das ganze Schwimmbad kaufen. Hm. Und? Schon eingeführt, Marlene? Wird gemütlich. Ja, sehr. Was ich sagen wollte. Gregor bringt jetzt einen Wagen weg. Und er kommt aber später noch mal vorbei und ich gehe jetzt in die Stadt. Alles klar. Ach, und wenn es noch irgendwas gibt, was ich für euch tun kann. Ja, ich glaube, wir kommen zurecht. Ich habe mir freigenommen für den Tag heute. Danke, Johannes. Also bis später. Ja, bis später. Und wenn ihr Hilfe braucht, einfach nur sagen. Sie wollen doch nur helfen. Ja, aber ich möchte endlich mal 5 Minuten mit dir alleine sein. Was gibt's denn noch? Ich wollte nur Marlene willkommen heißen. Das ist lieb, Inge. Danke. Sei willkommen. Ja, und dann wollte ich euch noch fragen, ob ihr einen bestimmten Essenswunsch habt? Nein. Weißt du, das überlassen wir ganz deinem Talent, denn wir müssen jetzt ganz dringend was erledigen. Was? Nicht. Und das ist meine Schule. War früher mal ein Kloster. Cool. Meine Schule in Sheffield ist sehr hässlich. Hey, Lisa. Hi. Sag nicht, dass er das ist. Doch, das ist Henry Kieler, mein Austauschschüler. Du Glückspilz. Hey, ich bin Sarah, Lisas beste Freundin. Ich hoffe, dir gefällt's hier in Eisenach. Man kann ja eine Menge unternehmen. Also, wenn du mal Lust hast, dann... Hat er nicht. Und jetzt lass uns reingehen, bevor meine beste Freundin noch total durchdreht. Endlich Stille. Das wird sich einpendeln, wenn sich deine Familie erstmal an mich gewöhnt hat und ich mich an sie. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Nach Susannes Tod habe ich gedacht, ich könnte nie wieder glücklich sein. Aber jetzt bin ich dem Schicksal dankbar, dass es mich hierher verschlagen hat. Es wäre eine zweite Chance. Für uns alle. Ruhig, bleib! Nicht bewegen. Ganz ruhig. Hau ab! Verschwinde! Haust du ab? Ab! Aus! Verschwinde! Baby! Haust du ab? Baby, kommst du her? Verschwinde! Fuß! Kommst du her jetzt? Na,
Mann, da bist du ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht immer so weit vorlaufen, hä? Morgen, Frau Holstein. Hoffentlich hat Baby sie nicht so sehr erschreckt. Wieso lassen Sie denn frei rumlaufen? Ach was, Baby ist harmlos. Der will bloß spielen. Sie sind doch Steffen Wagen aus der 11C. Ja, genau. Sie brauchen wirklich keine Angst vor ihm zu haben, Frau Holstein. Der freut sich eben, wenn er Leute trifft. Ja, es gibt aber Leute, die freuen sich nicht, ihn zu treffen. Also legen Sie den jetzt an die Leine. Ja, ist ja gut. Na komm, Baby. Jetzt geht's zurück nach Hause, ha? Huh? Also, einen schönen Tag nach Frau Holstein, ja? Tschüss. Ja, danke. Von wegen endlich Stille. Ich möchte Marlene und Gregor und Henry in unsere Familie begrüßen. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Wir sind sehr froh, dass ihr hier seid. Übrigens, ich habe jetzt auch einen kleinen Gast. Ich habe ab heute einen Hasen in Pflege. Ein Hasen? Ja, der wohnt bei mir oben. Ich habe ihn von David. Der hat Besuch von jemandem mit Hund und der macht den Hasen ganz verrückt. Darum habe ich ihn jetzt. Und schläft der Hase wie die Ziege in deinem Bett oder hat er einen Käfig? Natürlich hat er einen Käfig. Aber manchmal lasse ich ihn auch raus. Wie schön. Also zur Feier des Tages kommt es auf einen Hasen mehr oder weniger nicht drauf an. Ausnahmsweise. Ja. Grüße? Ja. Grüße. Das ist wirklich Glück, die sind alle echt nett. Auch Frau Holstein. Obwohl sie eine Lehrerin ist. Naja, am Anfang war das schon komisch. Mein Vater geht mit meiner Schuldirektorin ins Bett. Und du mit ihrem Sohn? Naja, wir waren mal eine Weile zusammen, bevor Gregor nach Berlin gegangen ist. Na, Schwesterchen? Schon komisch. Wenn dein Vater mich jetzt auch noch adoptiert, wäre das dann nicht Inzest mit uns beiden? Ach, lass den Blödsinn. Sag lieber mal, wie deine Aufnahmeprüfung in Berlin war. Haben sie dich genommen? Gregor hat sich nämlich an der Schauspielschule beworben. Ist noch nicht raus. Ich habe mir gedacht, ich nutze die Wartezeit. Such mir vielleicht erstmal einen Job am Theater. Vielleicht sogar hier in Eisenach. Was? Wäre doch nett, wenn wir uns wieder öfter sehen könnten. Na? Alles in Ordnung bei uns? Habt ihr Lust, ein Glas Wein mitzutrinken? Klar. Henry und ich gehen noch ein bisschen aus. Moment, morgen ist Schule. Nur eine Stunde. Ich will Henry doch unser Nachtleben zeigen. Sonst denkt er noch, wir sind die tiefste Provinz. Aber Henry ist ja noch eine Weile da, oder? Außerdem hatten wir eine Abmachung. Weggehen nur am Wochenende. Aber heute ist sein erster Tag. Ja, aber wenn du jetzt weggehst, dann verschläfst du wieder. Papa, ich wieder bin doch kein Kind so mehr. Jedes Mal. Und außerdem ist das alles kein Drama. Wir gehen jetzt. Und in einer Stunde sind wir wieder da. Ich gehe dann auch mal. Tschüss. Tschüss, Großer. Und wie ist es in Berlin? Super. Guck mal, Lisa, wen ich hier habe. Tja. Ich hau ab. Ich komm mit. Gehen wir noch irgendwo hin? Aber sicher doch. Mensch, Vorsicht! Was ist denn hey? Entschuldigt man sich so? Was ist los denn? Alles okay, bloß ein bisschen eng hier. Bisschen eng hier? Wie soll ich das verstehen, mein Freund? Könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht denkt er ja, hier ist jemand überflüssig. Sag einfach lieb Entschuldigung und alles ist vergessen. Entschuldigung wofür? Ich hab nichts getan. Komm, wir gehen. Was ist das denn, der Typ für? Nicht anfassen, ja? Wir werden jetzt gerne gehen, ja? Hey! Er soll sich entschuldigen. Ist gut, Mann, wir haben keine Lust auf Streit. Sucht euch jemand anders. Ach komm, sie ist fast erwachsen. Ja, ich kann sie doch nicht einfach so machen lassen, was sie will. Armer Vater einer großen Tochter. Auf solche kleinen Kämpfe wirst du dich wohl einstellen müssen. Ich will mich aber nicht mit Lisa streiten. Streit gehört zu jeder guten Beziehung, hm? Was ist das?
Ja. Na. Wo kommst du denn her? Hm? Hey. Oh Gott. Kinder. Ich habe diese Typen da noch nie gesehen. Ist ja nichts passiert. Trotzdem. Was denkst du denn jetzt von uns? Du musst dich nicht entschuldigen. Das passiert mir öfters. Ich komm schon klar damit. Wie wär's mit dem Eis auf den Schrecken? Ja, gern. Hey, wen haben wir denn da? Unser Freund der Schokokrossi. Lass uns abhauen. Hey, nicht so eilig. Na, Hermann, was meinst du? Ein bisschen Schokolade als Belohnung, weil du so brav im Auto gewartet hast? Lass den Quatsch! Viel Spaß. Nimm den Hund weg! Nimm sofort den Hund weg! Mädchen, komm, komm, komm! Hey, warte, Mäuschen! Hey, Mädchen! Lass meinen Hund in Ruhe! Lisa, alles in Ordnung? Alles okay. Und du? Normal. Du blutest ja. Das muss ich sofort meinen Vater ansehen. Kann ich helfen? Jetzt nicht mehr. Komm. Keine Sorge, das wird nur eine kleine Narbe. Und du bist sicher, dass du keinen von den Typen kennst? Keine Ahnung. Aus Eisenach kommen die jedenfalls nicht. Trotzdem, wir gehen nachher zur Polizei und zeigen die Kerle an. Ja. Was war das überhaupt für ein Hund? Ich glaube, irgend so eine Art Kampfhund. Ich kenne mich da nicht so aus. In deiner Schule ist einer Steffen Wagner, der hat einen Kampfhund. Kennst du den? Nee. Wann war deine letzte Tetanus-Impfung? Ich weiß nicht. Machen wir eine zur Auffrischung. Ne? Und was ist mit dir? Bist du sicher, dass dir nichts passiert ist? Du bist schon ein bisschen blass. Was soll der Schrecken? Abend. Ich bin hier, weil wir einen Anruf von Hubert Fichter aus der Eisdiele Capri bekommen haben. Hat es eine tätliche Auseinandersetzung gegeben? Auseinandersetzung ist gut. Die Typen haben ihren Hund auf Henry gehetzt. Und der Eismann hat keinen Finger gerührt. Ein Hund? Bist du schwer verletzt? Nicht so schlimm. Das heißt nicht so schlimm. Er hat richtiges Glück gehabt. Außerdem, woher wissen Sie, dass Lisa dabei war? Ach ja. Das ist wohl dein Ausweis. Danke. Judo, Karate, Taekwondo lag noch am Tatort. So, und ihr beiden erzählt mir jetzt mal ganz genau, was passiert ist. Da seid ihr. Alles in Ordnung? Das ist so fies. Diese Typen haben einfach ihren Hund auf Henry gehetzt. Einfach so. Es ist so widerlich. Idioten gibt's überall, leider. Wollt ihr was trinken? Nee, ich will nur noch ins Bett. Ich auch. Danke, dass Sie mich so gut verarztet haben. Gute Nacht, Lisa. Gute Nacht. Gute Nacht, Henry. Mein Gott, ich darf überhaupt nicht dran denken, was Lisa noch alles hätte passieren können. Ist doch furchtbar. Wie soll ich sie jemals wieder abends alleine rauslassen? Jetzt quäl dich nicht so. Und dann auch noch Henry. An seinem ersten Tag. Wie soll ich das den Eltern erklären? Wenn du möchtest, rufe ich sie an. Echt? Machst du das? Na klar. Komm, und jetzt gehen wir nach oben. Ich bin hundemüde. Ja. Ich schau noch schnell nach Lisa. Lisa? 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 Oh Gott. Was ist denn? Ihre Pupillen sind unterschiedlich weit. Ruf sofort den Notarzt! Annie Sokori, sie ist vor 15 Minuten bewusstlos geworden. Vermutlich Schädel-Hirntrauma. Sie ist mit dem Hinterkopf auf einen Pfahl gefallen, hat aber kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Aber ansonsten beschwerdefrei. Wir müssen auf jeden Fall sofort ein Schädel-Thorax-CT machen. Machen wir. Dann sehen wir weiter. Also, es ist eine epidurale Blutung. Der Blutungsherd liegt links temporal. Das heißt, Lisa muss mit dem rechten Hinterkopf aufgeschlagen sein, und zwar sehr heftig. Wenigstens hat sie keine Schädelbasisfraktur und die Kalotte ist auch in Ordnung. Kann man das Hämatom ausräumen? Ja, das müssen wir, sonst klemmt der Hirnstamm ein. Und das muss möglichst schnell passieren. Ja, aber wir kriegen doch um die Uhrzeit keinen Neurochirurgen mehr. Zufällig haben wir gerade einen sehr erfahrenen Kollegen im Haus, Dr. Leffler. Er ist schon unterwegs.
Alles klar gegangen. Die Blutung ließ sich leicht ausräumen. Und wie ist der Hirndruck? Durch die OP ist er wieder gefallen. Ob er sich hält, wissen wir erst in ein paar Stunden. Ein paar Stunden? Haben Sie etwas Geduld. Gehen Sie erst mal nach Hause. Ja. Ich würde trotzdem gerne noch zu Ihnen ins Zimmer schauen. Sicher. Ich komme gleich auch noch mal rüber. Danke, Kollege. Ich kann das Gefeife im Moment nicht hören. Ja, wir sind alle nervös. Der Tee wird uns gut tun. Da ist Johanniskraut drin. Das beruhigt. Was ist denn noch? Sie ist noch bewusstlos, aber sie wird bald aufwachen. Wann ist denn bald? Noch nicht so schnell, Baby. Aber wenn sie schläft, dann wird sie am schnellsten gesund. Morgen. Hallo. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich nicht noch mit ihr dahin gegangen wäre, dann... Henry, das ist doch Unsinn, das weißt du auch. Diese Jungs sind schuld, die Lisa geschubst haben. Wenn sie wollen, dann fahre ich nach Hause. Nein, nein. Wenn Lisa aufwacht, dann möchte sie dich sehen, da bin ich ganz sicher. Im Ernst, Henry. Du bist ein gern gesehener Gast und wir freuen uns, wenn du bleibst. Wir sind hier echt nicht alle so. Ich weiß. Kann ich Lisa schon besuchen? Nein, sie ist noch auf der Intensivstation. Aber ich hoffe doch bestimmt zu ihr. Heute nicht, Pimi. Morgen vielleicht. Morgen, Doc. Morgen, Lamanka. Ich habe gehört, was mit Lisa passiert ist. Wie geht's ihr? Sie liegt im Koma. Die Fahndung läuft schon. Wir überprüfen gerade die registrierten Hundehalter. Auch Steffen Wagner? So wie sein Hund auf uns losgegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass er was damit zu tun hat. Den haben wir schon überprüft. Er hat für die fragliche Zeit ein Alibi. Wir kriegen die Kerle. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Was denn du hier? Wieso bist du noch nicht in der Schule? Ich wollte Lisa sehen, Papa. Ich habe solche Angst, dass sie stirbt. Lisa stirbt nicht. Versprichst du es? Mhm. Sie schläft, aber du kannst mit ihr reden. Ich bin sicher, dass sie dich hört. Inge hat gesagt, wenn du aufwachst, dann machst du dir dein Lieblingsessen. Italienisches Huhn. Und ich schenke dir meine neue Eminem-CD. Bitte, Lisa, wach doch auf. Außerdem hast du doch Besuch aus England. Und Henry wäre bestimmt enttäuscht, wenn du die ganze Zeit verschläfst. Man kann an gar nichts anderes mehr denken, nicht wahr? Das war gerade alles in Ordnung. Ich kann mir ein Leben ohne Lisa überhaupt nicht mehr vorstellen. Die ganzen Jahre war ich allein und jetzt, sie ist meine Familie. Ich könnte sie beschützen. Da kommt sie aus Berlin nach Eisenach. Was hier zu war, das ist doch... Mensch. Ich habe viel zu viel eingekauft, wir sollen das alles essen. Das ist auch eine Art, sich abzulenken. Soll ich dir was sagen? Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich bin sehr froh, dass du das sagst.
Ein Lungenödem. Bei Eintritt der Bewusstlosigkeit kann schon mal etwas Mageninhalte die Atemwege verraten. Ja, ich weiß. Genau das ist bei Ihrer Tochter passiert. Deswegen erwacht sie auch nicht aus dem Koma. Das vermute ich, ja. Die epidurale Blutung war eigentlich nicht sehr groß und der Hirndruck ist jetzt wieder normal. Geben Sie Antibiotika? Ja. Das Fieber ist leider sehr hoch. Und was, wenn sie gar nicht mehr aufwacht? Ich weiß, dass sie das nicht wirklich trösten kann, aber vielleicht denken Sie daran, was Sie Ihren Patienten in so einer Situation sagen würden. Einen Schritt nach dem anderen. Hau ab! Hau ab, du blöder Köter! Jetzt lass doch meinen Hund in Ruhe. Du schon wieder. Weißt du eigentlich, was ihr gemacht habt, du und deine Kumpels? Ihr habt sie fast umgebracht. Was erzählen Sie denn da? Ich hab damit nichts zu tun. Ach, du lügst doch. Wegen euch ist meine Tochter im Koma. Also, wer hat sie geschubst? Jetzt sag schon, du warst es doch, oder? Jetzt red endlich! Lass sie mich los! Sind Sie verrückt, oder was? Bleib hier. Hey, bleib hier. Ich bin doch nicht fertig mit dir. Ich bin doch nicht fertig! Sagen die Ärzte? Der Hirndruck ist wieder normal, aber das Fieber ist kaum gesunken. Sie will einfach nicht aufwachen. Hallo. Hallo. Bist du immer noch hier? Gregor. Was denn? Wenn er nicht gewesen wäre, läge Lisa jetzt nicht da. Nicht solchen Blödsinn. Mensch. Ist doch so. Wieso hast du sie nicht verteidigt? Hast du Angst gehabt? Gregor, es reicht. Er macht sich Sorgen um Lisa. Da sagt man schon mal komische Sachen. Er hat ja recht. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann... Wenn du nicht gewesen wärst. Wenn du nicht nach Deutschland gekommen wärst. Wenn deine Mutter dich nicht geboren hätte. Das ist ja gut. Ich hab's verstanden. Es ist trotzdem ein Scheißgefühl, sie da so link zu sehen. Tag, Frau Holstein. Ja. Hallo, Sarah. Wie geht es, Lisa? Kann ich zu ihr? Nein, im Moment noch nicht. Ich hab solche Angst um sie. Kann ich irgendwas tun? Nein. Hallo? Ja? Natürlich, ich komme gleich vorbei. Bis gleich. Die Polizei. Die wollen ein Phantombild machen. Ich muss weg. Sarah, geh mit ihm. Vielleicht erkennt ihr ja die Täter. Los, komm. Robert, hier ist Christian. Hör zu, ich brauche deinen Rat als Freund und Kollege. Ich komme überhaupt nicht mehr an Christian ran. Er ist vollkommen zu. Er lässt sich nicht helfen. Jedenfalls nicht von mir. Im Moment kann ihm niemand helfen. Du musst einfach warten und wenn er dich braucht, für ihn da sein. Ja. Die Nase war nicht so lang. So besser? Die Augen, ich glaube, die waren weiter auseinander. Und? Ja, das könnte passen. Ja, das ist alles schon geschehen, aber ich möchte eben nichts unversucht lassen. Jetzt Robert, wenn es deine Tochter wäre, würdest du zu einer Bronchiallavage raten oder nicht? Ich würde vor allem versuchen, erstmal etwas zur Ruhe zu kommen, Christian. Du bist lustig. Wie soll ich zur Ruhe kommen? Hör zu, ich muss heute Abend noch zu einem Kongress. Ich kann über Eisenach fahren. Dann treffen wir uns und reden noch mal über alles, okay? Ja, sehr gern. Schön. Ich sag dir noch Bescheid, wann ich da bin. Bis dann. Danke dir, Robert. Danke. Bitte. Nee, ich hab dich noch nie gesehen.
Und was passiert jetzt? Jetzt machen wir uns auf die Suche. Wir können doch helfen. Wir teilen die Kneipen und die einschlägigen Läden untereinander auf. Gemeinsam sind wir doch viel schneller. Das überlasst ihr mal lieber uns. Mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Ja, können wir denn gar nichts tun? Ob wir sie nun schneller oder langsamer finden, das hilft Lisa auch nicht weiter. Komm. Wiedersehen. Tschüss. Pivi, alles in Ordnung? Es war das erste Mal wieder gut. Das erste Mal, seit Mama den Unfall hatte. Das erste Mal, dass wir wieder sowas wie eine richtige Familie waren. Und warum muss jetzt wieder alles kaputt gehen? Warum? Ich weiß es nicht. Reicht es nicht schon, dass Mama tot ist? Muss ich jetzt auch noch meine Schwester verlieren? Komm mal her. Vivi, es wird bestimmt alles wieder gut. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Und wir dürfen nicht aufhören zu glauben und zu hoffen, dass alles wieder gut wird. Das will ich ja. Aber ich weiß nicht wie. Als das mit Mama passiert ist, da habe ich gedacht, es wäre nur ein böser Traum. Und irgendwann wachst du auf und ich stehe wieder in der Tür. Aber sie stand nie wieder in der Tür. Ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Kannst du wenigstens bei uns bleiben? Versuch wäre es jedenfalls wert. Immerhin gibt es ja auch multiresistente Erreger. Gerade bei den hospitalerworbenen Pneumonien. Aber inwieweit du dadurch Lisa tatsächlich helfen kannst, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich noch tun soll. Christian, für Lisa wird doch schon alles getan. Was man in so einem Fall tun kann. Sie ist in sehr guten Händen. Bei hervorragenden Fachleuten. Ja, von denen jeder seine eigene Theorie hat und geholfen hat es bisher gar nichts. Na, du weißt doch, Ärzte sind die schlechtesten Patienten und die ungeduldigsten Angehörigen. Mach es deinen Kollegen nicht so schwer. Und mach es vor allen Dingen deiner Familie nicht so schwer. So hilfst du niemandem. Und Christian, hör auf, von dir selbst Wunder zu erwarten. Ein Wunder. Es ist das, worauf ich jetzt hoffen muss. Ich dachte, es ist das Richtige, aus Berlin wegzugehen, wo den Kindern so viel passieren kann. Eisenach, dachte ich, das ist Ruhe und Frieden und Geborgenheit. Und jetzt, jetzt ist Lisa im Krankenhaus. Susanne, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn Lisa stirbt. Christian,
Komm, lass uns hier weggehen. Ja? Ja, danke. Tschüss. Es ist alles in Ordnung. Sie sind in Berlin. Nimm ihm das nicht übel. Das sagst du so leicht. Marlene, ich glaube, Christian hat eine große Angst, dich zu verletzen. Er wollte dir damit ganz bestimmt nicht wehtun. Es tut aber weh. Ja, ich weiß. Aber er liebt dich. Und er braucht dich. Auch wenn es im Moment überhaupt nicht danach aussieht. Um einen hätte ich den Jungen zusammengeschlagen. In so einer Situation rastet man schon mal aus. Es ist. Aber er hat solche Wut gehabt. Dabei ist es überhaupt nicht sicher, ob es war. Er soll ein Alibi haben. Ein wasserdichtes sogar, sagt Remanka. Steffen Wagner war mit seiner Cousine auf dem Hundetrainingsplatz. Was? Mitten in der Nacht? Ja, man glaubt es kaum. Sein Hund hat Angst im Dunkeln. Er traut sich da nicht aus dem Haus. Steffen ist wohl gerade dabei, ihm das abzutrainieren. Der Kampfhund hat Angst im Dunkeln. Komm, lass uns gehen. Hast du sie da liegen sehen, Johannes? Es bricht mir das Herz. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber ich sag dir jetzt mal was. Hör auf zu jammern. Du bist in die Knie gegangen, das ist verständlich bei dem Druck. Aber jetzt musst du dich zusammenreißen, deine Tochter braucht dich. Ja, du hast ja recht. Ich muss nach Hause, komm. Doch ach, wie bald wird uns verhunzt. Die schöne Zeit naiver Kunst. Wie schnell vom elterlichen Stuhle setzt man uns auf die Bank der Schule. Es tut mir leid. Ich wusste einfach nicht weiter. Schon gut. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Ich dachte, ich bin mit meinen Sorgen alleine, aber dabei geht's euch doch genauso. Ja. Pivi hat schreckliche Angst. Er ist vollkommen hoffnungslos. Ich weiß. Hör zu, Marlene, ich möchte nicht einfach nur tatenlos da sitzen, bis Lisa eines Tages wieder aufwacht. Und morgen, in einer Woche, in 4 Monaten. Ich möchte irgendwas machen. Ich möchte für sie da sein. Hilfst du mir dabei? Was für eine Frage. Ich habe mich entschlossen, die Praxis für eine Weile zuzumachen. Und was danach kommt, werden wir sehen. Alles oder soll ich noch was mitbringen? Ich glaube im Moment nicht. Bis später. Ciao. Alles wird gut, mein Schatz. Gar nichts. Ich glaube, die Tüten habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich war ja auch nur ziemlich kurz da. Versuch bitte, dich noch mal ganz genau zu erinnern. Jede Kleinigkeit kann uns weiterhelfen. Wenn ich nur ein paar Minuten länger geblieben wäre, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Ich weiß, dass du dazwischen gegangen wärst, wenn du gekonnt hättest. Mach dir keine Vorwürfe. Noch was. Weißt du, wo ich Sarah finden kann? Sie war nach der Schule noch nicht zu Hause. Die ist bestimmt bei Lisa. Die hat sie ja die ganze Zeit nicht besuchen dürfen. Danke für deine Hilfe. Tschüss. Tschüss. Herr Dr. Kleist, ja. Sie möchten sich bitte bei der Klinikleitung melden. Herr Dr. Kleist, über die Hygienevorschriften in unserem Haus muss ich Sie nicht extra aufklären. Nein, natürlich nicht. Na schön. Sind wir einer Meinung.
Also diese Gegenstände im Zimmer Ihrer Tochter müssen verschwinden. Es tut mir leid, aber wir sind überhaupt nicht einer Meinung. Lisas Zimmer bleibt so, wie es ist. Dr. Kleist, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich weiß... Nein, das wissen Sie nicht, Herr Kollege. Ich dachte auch immer, ich wüsste, wie sich die Angehörigen meiner Patienten fühlen, aber wir wissen gar nichts. Ja, aber wir können hier nicht jedem seine Privattherapie erlauben. Dann herrscht in Kürze das Chaos. Von Wundersteinen bis Kartenlegen. Die Leute versuchen die verrücktesten Sachen, wenn sie glauben, die Schulmedizin sei am Ende ihrer Weisheit. Ich möchte doch nur meiner Tochter ein gewisses positives Umfeld bereiten. Damit behindern Sie die Arbeit des Pflegepersonals. Also das ist doch Unsinn. Morgen kommt die Mutter von dem Kind im Nebenzimmer und bringt den Hund mit, weil dieser Köter angeblich die Genesung fördert. Kleist, vertrauen Sie Ihren Kollegen. Bisher ist alles ganz hervorragend gelaufen. Die OP völlig unkompliziert. Ich kann nicht anders. Mir ist völlig klar, dass der medizinische Nutzen meiner Aktion umstritten ist. Und natürlich kenne ich die Hygienevorschriften in- und auswendig, aber ich bin Lisas Vater. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Das gilt einfach nicht. Hey, so kurz vor den Zeugnissen blau zu machen. Ich brauch dich doch. Mir die Noten um die Ohren fliegen, oder? Du bist doch meine allerbeste Freundin. Ich mag nicht ohne dich in die Schule gehen. Stell dir doch mal vor, Bio ganz allein. Ich bin mir sicher, Lisa gefällt es immer so, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob es ihr hilft, aber mir hilft es sehr. Sie wird ganz sicher wieder aufwachen. Aber wann? Je länger sie im Koma bleibt, desto größer ist das Risiko für Komplikationen. Christian, egal was passiert, wir werden uns in Zukunft gemeinsam um sie kümmern. Ob sie krank ist oder gesund. Auf Papas Schreibtisch lag ein Artikel. Das Gehör schob zuletzt bei Koma-Patienten. Stand da. Und Lisa liebt doch diese Windspiele. Tolle Idee. Wenn sie das Holz gibt, ist sie bestimmt besser. Lisa, guck mal. Lisa. Meinen die uns? Lisa. Orangensaft und was noch? Bring bitte eine Ananas mit. Aber eine reife, die mag Lisa. Okay. Henry, nett, dass du mir hilfst. Wenn ich sonst schon nichts tun kann. Hallo, Henry. Huhn, italienisch. Für Lisa. Das kannst du gar nicht essen. Na, ich dachte, wenn ihr der Duft in die Nase steigt, dann... Ach so. Vielleicht erinnert sie sich und wacht auf. Das ja. Muss uns ja geben. Vielleicht. Ach, meine Kleine. Hey! Warte mal! Kann ich dich kurz sprechen? Ich war's nicht. Ich weiß. Ich wollte mich entschuldigen. Ich bin total ausgerastet. Ich habe mir einfach so viel Sorgen um Lisa gemacht. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist keine Entschuldigung, aber... Doch. Ich verstehe das. Ist schon okay. Tut mir sehr leid, das mit Ihrer Tochter. Okay. Ich bin sicher, Lisa riecht wenigstens, wie lecker das duftet. Na, deswegen habe ich es ja gemacht. Naja,
Nicht bloß deswegen. Ich habe gedacht, dass wir zwei uns bei der Gelegenheit auch mal wieder eine gute Mahlzeit gönnen können. Wann hast du das letzte Mal was Ordentliches gegessen? Du weißt doch, dass ich im Moment keinen Nerv dafür habe. Eben. Also, setz dich zu mir und genieße. Ich hoffe, es ist gelungen. Also, Lisa, wenn du jetzt aufwachst, dann könntest du mitessen. Aber wenn nicht, dann muss Papa das ganz alleine essen. Hm? Christian, komm her. Sie wird aufwachen, wenn sie dazu bereit ist. Hi, Sarah. Hallo. Hey. Hi. Hey, Henry. Warte doch mal kurz. Ich wollte sagen, es tut mir leid. Ich war eifersüchtig. Dabei waren Lisa und ich doch gar nicht mehr zusammen. Es hat trotzdem wehgetan. Ich wünschte, ich hätte mich nicht so blöd benommen. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Vielleicht hätte ich ihr helfen können. Und dir. Freunde. Freunde. Doktor? Moment! Hallo. Hallo. Gibt's Neuigkeiten? Wissen Sie, wo Henry Kieler ist? Ja, wieso? Wir haben drei Verdächtige. Verstehe. Und Henry soll sie identifizieren. Kommen Sie. Jetzt sag schon, erkennst du irgendeinen von denen? Wenn Sie versuchen, ihn unter Druck zu setzen, muss ich Sie bitten, draußen zu warten. Ja, ist schon gut. Ich bin eben nervös. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Der da am Tisch. Was ist denn mit dem Hund? Ganz sicher. Der war's, er hat ihn eindeutig identifiziert. Ist das wahr? Kannst du den Mann identifizieren? Das ist der, der seinen Hund auf mich gehetzt hat. Und er hat Lisa gestoßen. Hey! Schwein! Verdammtes Schwein! Sonnenaufgänge. Als Kind in den Ferien hat sie immer Postkarten von Sonnenaufgängen verschickt. Je kitschiger, desto besser. Am Meer hatten wir immer so ein Ritual. Lisa hat mich ganz früh geweckt, ist auf meinen Bauch raufgekrabbelt und hat ihre Nase an meinen Hals gerubbelt. Dann sind wir an den Strand runtergelaufen. Ich habe sie auf meine Schultern gehoben. Und dann sind wir nur ganz still dagestanden. Haben der Brandung des Meeres gelauscht. Und dann ist plötzlich die Sonne aus dem Meer aufgestiegen. Schön. Schön? Da war es vorbei mit der Andacht. Wir haben wie die Wilden gesungen und Indianertänze aufgeführt. Was habt ihr gesungen? Ja, alles Mögliche. You are the sunshine of my life. Da fällt mir was ein. Komm. Komm. Das haben wir damals zusammen aufgenommen. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around.
sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Papa? Lisa! Lisa! Papa! Lisa? Oh Gott, Lisa! Für dich, Papa. Du bist der Beste. Ihr seid das Beste. Du, Papa, die Nachbarn wissen doch noch nicht, wohin mit dem Hasen. Kann er nicht vielleicht bei uns bleiben? Und Henry, kann er nicht auch noch ein bisschen bleiben? Bitte, Papa. Also von mir aus gern. Aber findet ihr nicht, es wird langsam ein bisschen eng? Also, wir beide könnten vorübergehend ein Zimmer zur Verfügung stellen. Ja, Inge will mit mir zum Nordkap. Postschiff. Und was sind unsere Pläne? Wir haben keine Pläne. Ich möchte einfach nur, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Du bist doch bei Familie Kleist. Hier bleibt nie irgendwas, wie es ist. So ist es.